Und werde auch nie vergessen, ich bin einmal mit Udo 1980, war noch vor Passport, hat man Auftritt in Prag. Und dann hatte ich auch noch keinen Roadie. Dann habe ich einen kleinen Transporter gekauft, ein Ford war das, glaube ich. Und dann habe ich den Wagen gelenkt, da saß ich da, hinten war Schlagzeug drin, Udo saß neben mir, nuckelte auf der ganzen Fahrt nach Prag an so einem gleichen Schwarzwälder Kirschfläschchen und haben uns dann Witze erzählt. Es waren Zeiten, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gibt immer Veranstalter, die sagen, Jungs, wäre doch schön, wenn er mal einen Sänger mitbringt. Also lag auf der Hand, dass wir mit Sascha mal was machen oder mit dem Max Mutzke oder in unserem Fall der Originalschlagzeuger, der erste Schlagzeuger vom Passport, war ja der Udo Lindenberg. Wird leider oft genug auch vergessen. Und mit Udo verbindet mich seit schon Zeiten vor Passport eine lebenslange Freundschaft. Also 1968 sind wir das erste Mal aufeinander gestoßen und haben damals auch, habe ich ein Projekt gemacht, das hieß Motherhood. Damals haben wir auch, da hat Udo sogar Englisch gesungen. Alte Männer setzen alles auf die letzte große Kreditkarte. Ich habe ihn sehr geschätzt natürlich. Ich habe ihn auch persönlich getroffen, er war befreundet mit dem Fürstenhaus aus Regensburg. Gloria von Thurn, Taxis und ihrem damaligen sehr interessanten Ehemann befreundet und die wiederum hatten auch ein Faible für Prince und aus welchen Gründen auch immer. Und somit habe ich dann Prince natürlich kennengelernt. Ich war ein sehr interessanter Junge und die Musik hat mir immer sehr zugesagt. Der Kreis ist heiß. Bei mir war das alles rein zufällig, dass ich dann Leute kennenlernte über die Musik, natürlich über Live-Auftritte, die dann hinterher sagen, können wir nicht mal ein Bier zusammen trinken? Und dann kam man ins Gespräch und dann dieses und jenes und dann darf ich dir uns vorstellen. Da war zum Beispiel einer, der war in den 60er Jahren ein bedeutender deutscher Filmregisseur und auch Autor, der Bill Tremper. Der machte damals ganz interessante Filme, Lange Nacht in Berlin zum Beispiel, also ganz, oder Playgirl. Dann kam zum Beispiel der Wolfgang Petersen plötzlich da daher, weil eine Nachbarin von mir war eine Schauspielagentin, die rief, da wohnte ich halt schon in Bayern, sagt, ja mal Klausi, da ist einer aus Emden, ist der glaube ich, der möchte ich gerne mal kennenlernen, der hat gerade seinen ersten Kinofilm gedreht, einer von uns beiden. Magst du den mal treffen? Ja gut, warum nicht? Und dann lernte ich Wolfgang Petersen kennen. Das war eine wirklich gute Companionship, kann ich das nur nennen. Wir haben natürlich dann verschiedene Projekte zusammen gemacht. Das gipfelte natürlich in das Boot. Der Kreis ist hart, der Kreis ist heiß. Alte Männer. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn man sich schon mal zeitlebens dem Jazz verschrieben hat, dann ist man natürlich immer für jede Art von Änderung offen. Unsere ganze Art zu musizieren besteht ja auf Änderungen. Denn wir spielen kein Stück so, wie es ursprünglich mal aufgenommen wurde. Das ist ja gerade das, was den Jazz und überhaupt die ganze Richtung der Jazzmusik so zeitgenössisch macht auch letztendlich. Sie hauen so richtig auf die Sahne und im Erbschleicher sagen sie. Düsseldorf war für mich die entscheidende Sache in sagen wir mal, Bildung hinsichtlich der Musik, der Kunst. Ich bin also seit frühesten Tagen, sprich 50er Jahre, mit einigen Düsseldorfer namhaften Künstlern befreundet, wie der Heinz Mack, Konrad Klappek. Also die ganze Düsseldorfer Künstlergemeinschaft, mit der bin ich auch befreundet, seit jenen Zeiten. Die Jazzbegeisterung des Publikums war immer unverkennbar. Insofern, als dann die Idee aufkam, so ein Festival wie die Jazz Rally zu gründen, war ich natürlich wirklich mit voller Power gleich dabei. Und dann irgendwann hat man mich zum Firmherr ernannt. Wo gibt es schon ein Festival, das derartige Mengen von Musikern auftreten lässt, innerhalb von 3 Tagen, zum Teil Open Air, zum Teil in geschlossenen Räumen. Also eine derartige Vielschichtigkeit erlebt man selten und vor allen Dingen eben auch unter Berücksichtigung der vielen neuen Talente, die es heute gibt. Trinkst ein Bier aus der Schnabeltasse. Ich habe ja alles mit Herz und Seele gemacht und bis hin zu allen möglichen Fernsehprojekten. Zum Beispiel, wenn ich zurückdenke an Liebling Kreuzberg, zum Beispiel mit Manfred Krug oder auch viele von den Tatorten, die ich vertont habe. Ich habe ja nicht nur die Titelmusik geschrieben, sondern an die 40, 50 Filme vertont. Ne? Von den Filmen, ich muss sagen, naja, klar, dass das Boot
in jeder Beziehung eine Sonderstellung einnimmst, mal ich nicht nur mit dem Regisseur, sondern auch mit dem Autor befreundet war, das war der Lothar Günther Buchheim, nicht zu schweigen natürlich auch die unendliche Geschichte, aber dann viele andere Sachen, also zum Beispiel Salz auf unserer Haut war so ein Projekt oder völlig anderer Natur natürlich. Denn die Zukunft ist egal. Na, das wäre ja noch schöner. Melancholie überkommt einen so oder so natürlich, wenn man über gewisse Lebensbefindlichkeiten nachdenkt, wenn man sich die Nachrichten anschaut, was da weltweit passiert. Momentan ist zum Teil wirklich sehr angetan, einen schwermütig werden zu lassen. Ich bin sehr froh, wenn ich diese Momente hinter mir lassen kann und dass wir dann im Studio zusammenkommen und die Musiker alle angereist sind und wir 4 Tage lang zusammen musizieren konnten. Das ist schon eine Besonderheit, für die man dankbar sein muss eigentlich, wenn es möglich ist. Happy Birthday.